Und jetzt müssen wir uns da unten drum kümmern. Also da würde ich sagen, bauen wir auf jeden Fall jetzt die Türen rein. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Ding hier so. Oder? Ich glaube, das passt. Dann müssen wir jetzt da nochmal schnell den Boden wegkloppen. Den Boden auch. Und dann würde ich fast sagen, bauen wir nämlich das in den Keller runter. Dann haben wir das ganze Haus nicht so gebatzt und so groß und fett, sondern eben einfach ein kleineres Häuschen, aber mit zwei Stöcken plus einem Keller. Das sieht dann, glaube ich, um einiges besser aus. Und wie gesagt, es tut mir nochmal leid, liebe Leute, so rum, dass ich hier so viel da jetzt nochmal abgerissen habe. Aber ich glaube, jetzt bin ich dann endgültig absolut zufrieden. Ich habe es ja angesprochen, ne? Ihr seid ja selber schuld, wenn ihr jetzt noch guckt. Anfang, erste Folge, ne? Anfang des Let's Plays habe ich gesagt, mit mir müsst ihr sehr, sehr viel Geduld haben. Und das bewahrheitet sich jetzt hier auf jeden Fall schon mal gleich zu Beginn des Let's Plays. Zumindest relativ zu Beginn, nachdem ich da schon mal überhaupt nicht zufrieden bin mit dem, was ich anstelle. So, jetzt bauen wir die Birken, Holz, Dinger. Boah, guck mal, wir müssen jetzt dann alles hier noch einsammeln. Also jetzt haben wir auf jeden Fall dann genügend Ressourcen. Und jetzt kommt wieder so ein geiles Lied. Oder ist das wieder dasselbe, was ich neulich angesprochen habe? In der letzten Folge wahrscheinlich? Kann gut sein. Halt! Wir müssen das natürlich noch abreißen. Wären wir ja blöd, wenn wir da die Werkbänke unten lassen. Her damit. Und her damit. Aber trotzdem, jetzt müssen wir eigentlich erstmal die Kisten irgendwo anders hinbauen. Dass wir das soweit einsammeln können dann, ne? Oder kommt das an die Oberfläche? Das kommt hoch. Oh, Gott sei Dank. Das können wir nicht verstecken da unten. So, okay. Nee, das ist jetzt, denke ich mal, so das Häuschen. Jetzt schauen wir mal, ob wir die Tür... Ja, perfekto, die haben wir da. Nummer 1. Nummer 2. So, sieht das schon um einiges geiler aus. Hier die Tür, zwei Fenster... Eventuell hier nochmal zwei Fenster. Mal gucken, weiß ich noch nicht. Hier vielleicht vier. Dann hier eins, zwei. Eins freilassen, eins, zwei. Zack, zack, eins freilassen, zwei. Das wäre dann hier. Und dann hier nochmal zwei. Na, das taugt doch perfekt. Das taugt doch sowas von perfekt. Boah, jetzt bin ich schon viel zufriedener, Freunde. Könnt ihr mir glauben. Das können wir mal so lassen. Ich glaube, da oben, da baue ich trotzdem soweit noch was Schönes hin. Dann passt das. Oh, traumhaft. Gott sei Dank. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir zum einen uns irgendwie runterbuddeln. Das reiße ich nochmal ab. Da weiß ich noch nicht, ob wir das da so lassen, die Treppe, weil die wäre direkt am Fenster, ne? Ist vielleicht nicht ganz so schön. Da wäre dann das Fenster. Jetzt reiße ich das auch nochmal ab, alles. Und dann passt das. Waren wir doch irgendwo stehen geblieben, gerade bei einem Thema? Zeit als YouTuber, als Kleiner, ne? Haben wir noch so ein bisschen angesprochen. Nee, da habe ich damals angefangen. Wie gesagt, Geld darf nie und nochmal nie eine Rolle spielen bei YouTube. Darf nicht. Vor allem, ich muss jetzt mal was loswerden. Das haben wir neulich schon mal angesprochen, zwecks Adblock. Ich glaube ganz ehrlich, die Leute, die dann wirklich so geldgeil sind, sage ich mal, und das Let's Play nur wegen Geld machen würden, das sind auch die, die den Adblocker aushaben, oder? Könnte ich mir ganz, ganz gut vorstellen. Aber mal ist sowas von gut. Aber naja, so, jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir dahinter und dann bauen wir hier irgendwie eine Treppe nach oben und nach unten. Eventuell machen wir auch einfach so eine Leiter. Wollen wir eine Leiter machen oder machen wir eine richtige Treppe? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Freunde, wie wir es machen wollen. Weil wenn, außer man baut hier wirklich nur eine Leiter nach oben. Oder hier so gleich ums Eck. Wäre vielleicht auch ganz cool. Wo kämen wir da denn raus? Ja, ziemlich mittig halt. Oder eher rechts ein bisschen. Jetzt lasst mich mal schnell überlegen. Jetzt brauche ich auf jeden Fall mal... Das mache ich jetzt mal schnell so. Sonst wird das gar nichts. Weg damit. Weg damit. So. Ach, habe ich jetzt 6 Werkbänke gemacht? Ne, die haben sich nur wieder angesammelt, ne? So, die stelle ich mal nur schnell ins Eck. Jetzt muss ich mal gucken, wie mache ich denn überhaupt eine Leiter? Ich glaube so. Ihr habt mir übrigens gesagt, ich soll doch mal das Minecraft-Wiki aufmachen. Nebenbei. Habe ich jetzt allerdings nicht, noch nicht. Weil ich wollte gerade sagen, ich krieg's gerade noch so gebacken momentan, aber anscheinend nicht. Lass mich mal ganz schnell überlegen. Leiter, war das vielleicht... Ach, Schmarrn, ich glaube, das war doch mit... War das mit Sticks nicht sogar? Nee, Sticks war Zaun, oder? Oder auch Leiter? Mensch, wir haben so viel Zeugs hier. Doch, sowas. Okay, 3, die sollten ja erstmal reichen. 1, 2, 3. Und dann käme man
Hier ist so hoch, ne? Ja, könnte man machen. Könnten wir machen, glaube ich. Werden wir auch machen. Hier hoch und eventuell... Oder man baut es eben hier hin und dann könnte man gleich nach oben und nach unten gehen. Wäre auch eine Idee, ne? Oder hier drüben so, dann muss man vielleicht nicht ums Eck. Ich glaube, das ist sogar noch cooler. So, macht ein komisches Geräusch hier, wenn man die abbaut. Dann kloppe ich mal das weg. Kommen die jetzt irgendwann, die Leitern? Ja, da sind sie. So. Und dann würde ich sagen, bauen wir die wirklich mal hier so hin. Hier so hin, oder? Drei. Und eventuell, wie gesagt, auch noch gleich nach unten welche. Dann wäre hier so der Eingang zum Keller. Da hinten eventuell so ein bisschen die Kochnische. Ich glaube, da habe ich echt ganz gute Ideen jetzt dafür. So, weg damit. Da machen wir wieder zu. Tür mal kurz zumachen. Dann müssen wir jetzt halt... Eigentlich müssten wir schnell unten ein bisschen was machen, damit wir da schon mal unsere Kisten hinzimmern können. Ist das jetzt? Genau, das passt soweit. Frage ist nur, wie weit wir da gehen. Ich möchte, glaube ich, gar nicht so weit gehen erstmal. Wenn, können wir es immer noch ausbauen. So. Und dann gucke ich mal, dass ich da vielleicht noch so weit gehe. Allerdings länger oder weiter nicht. Und dann gucken wir mal, wo wir zusammenkommen. Dann müsste das eigentlich so weit passen. Sollte locker reichen. Ach Gott, Mensch, oder? Was eine Aufnahmesession hier. Alles wieder abreißen. Ich muss mal schnell für euch Fackeln anbringen. Habe ich welche dabei? Natürlich nicht. Oh shit, jetzt kommen wir nicht mehr hoch. Müssen wir mal schnell Erde hier nehmen. Und, upsala. Erde. So, und natürlich schnell dann was bauen. Sprich nochmal ein paar Leitern schnell. Ist die Werkbank jetzt auch wieder abgebaut? Ach, ich bin doch ein Horst. Aber ich will jetzt nicht nochmal eine machen. Wo war denn die? Hier? Nee. Hä, bin ich jetzt total blöd? Wo sind denn die ganzen Werkbänke? Hier in dem Gewürtel vielleicht mit dabei. Gewurstel. Gucken wir mal. Nee. Wo sind denn die? Hallo? Ich hab die doch da schön hinten ins Eck gezimmert. Anscheinend sind sie aber nicht mehr da. Komisch. Naja, gut. Dann müssen wir eben nochmal schnell eine bauen. Hilft ja alles nichts. Zack, zack, zack. Hallo? Hier, so. Ab ins Eck und dann machen wir jetzt halt mal Sticks draus. So. Zack, 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 zack. Sechs Stück. So, die sollten erstmal reichen. Graben uns da nach unten. Kloppen die da so dran. So. Und da möchte ich ja eventuell... Ich weiß gar nicht, ob ich da noch was eins runter sollte. Keller ist ja doch eigentlich immer ein bisschen enger, ne? Also von dem her würde das eigentlich passen. Jetzt habe ich wieder keine Fackeln mitgenommen. Beziehungsweise keine gemacht. Doch, da sind sie doch. 44 hätten wir sogar gehabt. Dass ihr da unten auch ein bisschen was seht. So. Wie gesagt, da weiß ich gar nicht, ob ich da noch eins tiefer soll oder nicht. Ich glaube, ich gehe dort trotzdem noch eins tiefer. Mach das hier noch gar weg. Und dann, glaube ich, haben wir da einen ganz guten Raum erstmal. Jetzt ist die nächste Schaufel kaputt. Wir haben die doch gerade erst gewechselt, oder nicht? Ich weiß es gar nicht. So. Okay. Das passt. Und das passt jetzt soweit auch, denke ich. Vielleicht noch eins nach hinten. Und dann eins nach unten. Und dann haben wir das gepackt. Dann vielleicht noch einen schönen Rand drumrum. Aus Stein, dass das ein bisschen schöner aussieht. Und dann passt das, glaube ich, ganz gut soweit. Ach ja, und beruhigende Musik im Hintergrund an einem schönen Abend. Während Schlapp hier aufnimmt. Ach, Minecraft ist immer so schön. Das ist immer so ein schöner Tagesabschluss. Kannst du dich einfach davor setzen. Hier und da ein bisschen was bauen, über deinen Tag erzählen. Gut, heute war jetzt allerdings nicht allzu viel los. Oder allgemein über irgendwas erzählen. Das ist schon schön. Irgendwie. Und bei euch kommt es ja, wie gesagt, auch richtig, richtig gut an. Also muss man ja sagen, weiterhin sehr, sehr viele Leute, die da fleißig kommentieren, liken und so weiter und so fort, positives Feedback geben, auch über die Facebook-Seite. Also sehr, 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 sehr geil. Muss ich ja wirklich mich nochmal ganz, ganz doll bei euch bedanken. Habe ich aber, glaube ich, schon so oft gemacht. Aber es ist wirklich einfach übertriebenst krass. Soll ich nochmal die ganze Kohle noch mit? Kann ich die eigentlich gerade aufnehmen oder nicht? Gerade nicht. Schmeiß ich mal die zwei Blumen weg.
So, da müssen wir nur dran denken. So, das reicht jetzt aber, glaube ich. Dass wir das wieder mit Erde auffüllen. So. Schwupps, schwupps, schwupps. Schwupps, das war falsch. So. So. So und so. Die kann mir auch gestohlen bleiben, die Kohle. Okay, und dann müssen wir jetzt hier für irgendeinen Boden sorgen. Da würde ich fast sagen, machen wir Pflasterstein. Einmal drumrum, das ganz grobe, sprich kein, ja, richtiger Stein oder wie man auch immer nennen will, sondern hier ganz, ganz grob. So wie es für einen Keller muss. So ein bemooster Pflasterstein wäre auch geil, ne? Aber da müssen wir, glaube ich, erst irgend so ein Verlies oder Versteck oder was auch immer finden, dass wir das machen können. So, das kloppen wir noch weg. Huch, jetzt ist wieder dunkel. Und dann sind die Fackeln hier. Und dann bringe ich hier mal eine an. So, halt. Ach, jetzt habe ich mich... Ich hätte mich ja noch eins runterbuddeln müssen. Ich Depp. Ich bin blöd. Oder lassen wir den Keller einfach so. Ich glaube, wir lassen den Keller einfach so. Oder? Beziehungsweise, was wir auch machen könnten, wäre einfach... Nee, wir lassen ihn jetzt einfach so. Machen wir, machen wir, machen wir. So, und dann baue ich nämlich hier einmal drumherum noch das ab. Dass wir da noch soweit erstmal vielleicht eine ganz coole Wand bauen können, denke ich aber auch aus Stein. Und dann haben wir da eine etwas hellere Decke mit dem hellen Holz. Dann bietet sich das, glaube ich, ganz gut an. Und dann fahren wir damit ganz gut. Und was wir jetzt mittlerweile Rohstoffe haben müssten, oder? Das ist ja krass. Was wir jetzt da abgebaut haben in den paar Folgen. Richtig brutal. So, die Fackel, die steht, Gott sei Dank, sonst wäre die jetzt wieder mit fort. So, das Einzige, was jetzt blöd ist, ist, dass die Leitern wieder weg sind. Aber gut. So, zack, 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 zack. So, und dann können wir die hier nochmal hinzimmern. Wunderbar. Ey, das sieht echt ganz cool aus, glaube ich. Wenn wir hier unten unseren Keller haben, so ein bisschen unsere Vorratsecke, wenn man so will. Ich glaube, das passt. Hallo? Achso, Stein, Stein, Stein. Haben wir keinen? Ha, reimt sich. Stein, Stein, Stein. Haben wir keinen. So, dann nehmen wir eben hier noch ein bisschen was mit. Und zwar, wo ist der Stein? Hallo? Haben wir da keine normalen mehr? Hier sind sie. 24, die könnten reichen. Hoffe ich. Aber könnte ein bisschen sehr eng werden, oder? 14. Ob das reicht? Niemals. Eine noch. So. Naja, naja, naja. Okay, wie bauen wir jetzt da die Kisten am besten hin? Beziehungsweise, wie wollen wir das genau ordnen? Hier kommen wir runter, würde ich sagen. Hier, hier. Aha, scheiße, wir müssten noch eins theoretisch nach hinten gehen. Dass wir hier, hier bauen können. Oder, was meint ihr? Oder wir bauen es an den Seiten irgendwie anders. Das, theoretisch, wenn man sagt, 1, 2, 1, 2, nee, das ist auch blöd. Machen wir hier, 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 hier. Dann müssen wir noch eins nach hinten, dann bauen wir das da gleich, wenn wir hier eh noch nicht fertig sind. So, machen wir das so und dann geht das zumindest schon mal von der Seite aus wunderbar auf. Oh, jetzt sind wir sogar schon unterhalb, oder sagen wir mal nicht mehr unterm Haus. Auch nicht schlecht, jetzt müssen wir wieder Musik anmachen, oder? Jetzt geht wieder was, sehr schön. Die Playlist schon wieder durch, Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. So, drei... Die sammeln wir gar, ja, wegen 7 brauchen wir nicht anfangen. Ach komm, wir nehmen jetzt die Slabs mit. Da haben wir 64. Machen wir jetzt einfach. Das nehmen wir uns raus, dass wir das dürfen. So, 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 so. Und dann geht das schon mal von den Kisten soweit ganz gut auf. Dann würde ich vielleicht hier so eine kleine Ecke hinbauen mit Ofen, Werkbank und Co. Hier eventuell nochmal so, so machen. Da die Werkbank. Und hier vielleicht auch nochmal eine Kiste. Oder so, vielleicht. Beziehungsweise, ah, das ist auch wieder blöd. Das ist auch, wir müssen, wir, Freunde, es tut mir leid, aber wir müssen nochmal eins nach hinten. So, dann ist es aber jetzt wirklich perfekt. So, jetzt seht ihr wahrscheinlich gerade gar nichts mehr. Ich auch nicht mehr allzu viel. Deswegen bauen wir uns erstmal davor. Ne, dann ist es perfekt. Dann haben wir da eine perfekte Symmetrie innen, dass wir auch die Kisten soweit ganz gut gestalten können. Das ist mir ja dann schon wichtig, dass wir da so ein bisschen, ne, auf den Blick gucken, wie das Ganze aussieht. So, weg damit, weg damit, weg damit. Und dann noch das weg, das weg. So. Und dann können wir, denke ich, das mal wegkloppen. 5, 10, bla 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 bla. 18, so. Das passt, aber das müsste hoffentlich reichen jetzt von den Steinen. Wenn nicht, nehmen wir die Slabs.
Da brauchen wir noch zwei. So, und da brauchen wir theoretisch noch ein helles Holzlein. Gott sei Dank ist da drüber keine Erde. Sondern soweit alles okay. Oh shit, das könnte aber eng werden. Nee, da ist Gott sei Dank auch noch was. Boah, Glück gehabt. Nicht, dass wir da direkt dann wieder, ne, auf freie Wildbahn rauskommen. Okay, und dann können wir nämlich die eins nach hinten kloppen und dann müsste alles passen, wenn jetzt alles soweit stimmt, wie ich das berechnet habe. So, und zwar, die nehme ich auch nochmal weg. So, dann hier. Oh, der Boden. Der Boden stimmt noch nicht ganz. So, aber jetzt hat... Huch. So ist das auch noch nicht so ganz schön. Aber jetzt...